Wir beschäftigen uns heute mit dem Beruf Fachkraft für Lagerlogistik und haben hierzu Leute in der Fußgängerzone befragt. Fachkraft für Lagerlogistik, da stelle ich mir vor, dass einer im Lager ist und kommissioniert und das Lager im Schuss hält und alles versandfertig macht. Ja. Also ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der globalen Lage immer mehr Waren haben, die hin und her geschifft werden. Und es ist eine ganz anspruchsvolle Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man Waren gut zwischenlagert, die auch immer wieder findet und nicht in so einem Hochregallager und die auf einmal verschwunden sind. Und ich denke, das ist der Hauptjob. Ich habe dann LKWs im Kopf und Verschiffungen, diese ganzen Sachen, also alles, was um Sachen von A nach B zu bewegen. Ein Lagerlogistiker ist bestimmt jemand, der mit einem Gabelstapler durch ein Hochregallager fährt und Paletten umlagert. Manchmal wahrscheinlich auch ein LKW entladen wird und ja, irgendwie sowas. Ich stelle mir davor, dass jemand genau weiß, wohin er die Sachen zu bringen hat, wenn er sie dann bekommt. Also wenn dann die Ware ankommt, dass er dann ganz genau weiß, die Ware gehört zum Beispiel in den Quadratbereich A oder sonst irgendwie. Also sowas stelle ich mir bei einer Fachkraft für Lagerlogistik vor. Ist das eher ein Männer- oder Frauenberuf? Dadurch, dass man ja heute die Pakete nicht mehr per Hand packt, sondern dass ja bei Gabelstapler läuft, denke ich, ist das ungebunden. Das können Männer wie Frauen gleichfalls machen. Ich glaube, das ist eigentlich ein Beruf, den jedes Geschlecht machen kann, aber das machen doch mehr Männer. Ganz klassisch würde man wahrscheinlich sagen für Männer, aber ich habe da ein relativ offenes Bild. Also ich würde auch sagen für Frauen. Oh, bei weitem. Nicht nur für Männer, definitiv auch für Frauen. Denn im Prinzip sind, glaube ich, mittlerweile ganz viele Gerätschaften sowieso technisch gemacht. Das heißt, die körperliche Arbeit fällt damit sogar schon weg. Definitiv auch ein Beruf, definitiv auch für Frauen. Das ist außer Frage, definitiv, ja. Ich finde, in der heutigen Zeit braucht man das gar nicht mehr trennen, ob es Männer- oder Frauenberufe gibt. Das ist ziemlich vermischt. Da sollte man keine Abstriche machen, ob es Mann oder Frau ist. Nachdem wir einen Eindruck aus der Fußgängerzone bekommen haben, haben wir mit einer Lagerlogistikerin gesprochen. Also ich mache diesen Beruf schon seit 5 Jahren. Ich bin damals, habe ich hier Praktikum gemacht und bin so auf diesen Beruf gekommen und mir hat das gut gefallen, deshalb habe ich das weitergemacht. Man verdient zwar in den ersten Ausbildungsjahren nicht so viel, aber jetzt ist das schon so gut. Man hat dann auch einen sicheren Job und es gibt eigentlich überall Arbeit.